Mein Name ist Susanne, ich komme aus Osnabrück, lebe und arbeite aber in Berlin schon seit über 10 Jahren. Ich wurde herzlich empfangen und habe die Möglichkeit, hier in der Städtischen Galerie Wolfsburg zu wohnen, also im Schloss, was total schön ist. Dadurch habe ich irgendwie auch einen sehr, sehr schönen Arbeitsweg. Ich habe das Gefühl, ich gehe durch mehrere Welten von diesem alten Schloss und dann an der Autostadt vorbei, hier in die Stadt. Also es ist schon sehr inspirierend, der Weg bis hierhin. Also soweit ich mich zurückerinnern kann, habe ich immer schon gemalt und auch gezeichnet. Also auch irgendwie schon im Kindergarten und konnte da so in meine eigene Welt eintauchen. Das war immer so ein Bedürfnis, was ich hatte, zu malen. Mir war irgendwann klar, dass ich was Kreatives machen möchte. Dass es dann Malerei geworden ist, das wusste ich nicht, aber es hat sich so ergeben und ich glaube, es sollte vielleicht auch so sein. Wolfsburg ist für die Kunststation Hauptakteur geworden und ich wollte diese ganz junge Stadt in all ihren Facetten widerspiegeln. Befindet sich natürlicherweise in stetiger Entwicklung, hat aber irgendwie auch so ein bisschen so einen Traditionsort. Ich hab versucht, diesen Aufbruch und diese Entwicklung und diese Dynamik in der Kunststation wiederzuspiegeln und zu zeigen. Ich stelle Wolfsburg mit zeitübergreifenden und auch raumübergreifenden Farbobjekten dar. Was mich inspiriert oder was mich motiviert, sind KünstlerInnen, die ich verfolge, die mich umgeben, die ich sehe in Ausstellungen oder auch auf Instagram. Das ist Inspiration, das ist Antrieb. Daniel Buren ist ja bekannt für seine Streifen und ist ein sehr analytischer Künstler und fand es sehr, sehr spannend und auch inspirierend, sodass ich den Streifenverlauf mit in meine Arbeit aufgenommen habe. Weil es ist Teil des Bahnhofs, also dafür finde ich, der Bahnhof ist dafür bekannt und ich selber arbeite auch viel mit Linien und Form, aber eher mit waagerechten Linien und fand es irgendwie ganz schön, mal diese Senkrechte mit aufzunehmen.